Das ist doch ein schöner Auftritt, ha? Wie abgesprochen. Ja, ganz herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wir haben gerade in dem Einspieler schon gesehen, wohin in diesem Podium die Reise geht. Das Internet der Dinge. Smart Things Your Life für alle. Da mussten wir gerade schon lachen, weil wir alle nicht so recht verstanden haben, was Smart Things Your Life eigentlich bedeuten soll. Also wenn uns da jemand aufklären kann. Ja, aber worum es letztendlich geht, was wir hier diskutieren wollen, es gibt drei Leitfragen. Das eine ist die Frage, wie wird sich permanente digitale Präsenz und Erreichbarkeit auf unser Leben auswirken? Das nächste ist die Frage, bedeutet Smart Home, so wie wir es eben gesehen haben, tatsächlich ein Mehr an Komfort, an Energieeffizienz und an Lebensqualität? Und schließlich, welche technischen Möglichkeiten bietet die Heimvernetzung für Anbieter und Endkunden? Also auch die Technik sollte ja nicht außer Acht bleiben. Mein Name ist Anka Vollmann und ich führe Sie jetzt durch dieses Panel, das pünktlich um 17:55 enden wird, beziehungsweise endet es für Stefan Schneider von Vodafone, der muss dann nämlich leider gehen. Aber ich denke, wir ziehen das Ganze zügig durch. Zu meiner Rechten begrüße ich ganz herzlich Judith Horchert, sie ist Redakteurin Netzwelt bei Spiegel Online. Zu meiner Linken begrüße ich ganz herzlich Dr. Jan-Hinrik Schmidt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg mit den Schwerpunkten Medien, Social Web und Internet und Society. Und ganz zu meiner Rechten begrüße ich herzlich Herrn Stefan Schneider, Senior Marketing Manager Public Media Health bei der Vodafone D2 GmbH, Vorstandsvorsitzender der digitalen Stadt Düsseldorf und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Digital Home. Hört sich gut an, ne? Ja. So, Sie haben jetzt leider die Vorstellung dieser interessanten Persönlichkeiten hier verpasst, aber Sie können es gerne im Internet nachlesen und den Einspieler, der uns gezeigt hat, was denn das Smart Home eigentlich ist. Ja, mit Smart Home verbinden viele immer noch Luxus und für einige Begüterte, Privilegierte, aber für die breite Masse wird es nicht erschwinglich sein. Sehen Sie das auch so? Ist das Smart Home ein Massenmarkt oder wird es... Oder wird es überhaupt irgendwann mal ein Massenmarkt? Frage ich mal direkt Stefan. Ja, Anka, es wird ein Massenmarkt werden. Ich glaube, dass ein Stück weit das Thema Smart Homes, Connected Home in der Ramp-Up-Phase ist. Das heißt, der Markt hat sich schön über Jahre nivelliert, gleichgehalten und er geht jetzt nicht exponentiell, aber zumindest merkt man, dass doch eine Visibilität im Markt ist und auch der Endkunde langsam versteht, auch wenn es vielleicht manchmal schwer zu berichten ist, was es kann. Wichtig ist hier dabei, dass man ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Hier vorne ist noch ganz viel Platz, Entschuldigung. Kein Problem, Anka. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, um eine solche Technologie auch nachrüsten zu können, weil, Achtung, wir haben in der Bundesrepublik leider Gottes die Situation, dass wir eben nicht so viel neu bauen. Wir haben viel Bestand und wenn man in den Bestand nachintegrieren möchte, dann heißt das nicht unbedingt den Handwerker bestellen, Schlitze stemmen lassen. Die Frauen freuen sich dann, wenn 6 Wochen danach noch der Staub im Gläserschrank vorhanden ist oder sonst wo. Das heißt, das möchte man nicht unbedingt, sondern hier geht es darum, funksensorisch nachzurüsten und das sind sicher auch Anstrengungen im Funkbereich. Das ist viel Funks, ne? Gibt viele Funkquellen, 433, 868, Zigbee und so weiter und so fort, Bluetooth, das in eine Normierung zu bringen, ohne dabei Innovationen zu vernichten. Und es ist sicherlich schön, dass wir auch einen heute hier haben, Martin Vesper, Geschäftsführer von Digitalstrom. Und was Sie hier sehen, sind ganz kleine Klemmen, die sind also etwas größer als normale Vago-Klemmen. Die kann man zu Hause schon nachrüsten. Das Ganze ist ein Rechner. Also wenn Sie den klassischen Dimmer kennen, hier vorne haben wir ja schöne Schalter in der Wand verbaut. Das ersetzt einen solchen Schalter. Also so klein wird eine Komponente, die dann auch mittels App, also über das IP-Netzwerk, Kollege hier vorne in der ersten Reihe, der arbeitet gerade schon mit der App und kann dann dementsprechend die Steuerung des Lichtes vornehmen und braucht das nicht mehr zu machen, indem er aufsteht, sondern er könnte uns jetzt hier ins Dunkle setzen oder auch mal wieder ins Helle. Also der Markt ist da, Skaleneffekte sind in Kürze vorhanden, wenn der Preis eben runtergeht und wer mal Spaß hat, dann geht man auf die Amazon-Seite in USA, also auf die US-amerikanische Amazon-Seite, dort findet man 7500 solcher Bausteine, verschiedenste Sensoren, 7500, nicht 750. Pakete in Preisen ab 38 US-Dollar aufwärts und dann sieht man mal, wo Preise dort liegen können für solche Komponenten. Sicherlich kann man den US-amerikanischen Markt nicht unbedingt mit dem deutschen vergleichen, aber jeder von uns kennt diese schöne Werbung von Stromberg, von RWE. Auch RWE öffnet sein System Richtung IP
Wichtig ist offene Standardisierung, deren man auch nachgehen kann. Das ist für uns nicht neu. In der Netzwerkwelt haben wir das schon. Dort ist es das SNMP, das Simple Network Management Protokoll. Man kann dort über verschiedene APIs, also offene Schnittstellen, an bestehende Systeme integrieren und koppeln. Das muss einfach sein. Und wenn ich jetzt eine Jahreszahl einfordere, wann wird Smart Home zum Massenmarkt? Also die Banker, wir haben ja gesehen, dass hier 2030 stand und ich weiß nicht, wer von Ihnen auf der IFA war. Bitte mal Handzeichen. Wer war auf der IFA? Martin, genau. Thomas, wir haben auch einen MdB hier, unseren geschätzten Beirat der digitalen Stadt Düsseldorf in Berlin, Mitglied des Deutschen Bundestags im Verkehrsausschuss. Thomas, können wir auch in Autos einbauen, ne? Wäre denkbar, ne? In Fahrräder, ja, E-Bike haben wir ja mit Smart City Düsseldorf, macht Thomas und ich da was Schönes auch in Düsseldorf. Ich glaube, es wird vor 2030 passieren. Gut, das heißt, wir werden es noch erleben, so Gott will. Wir planen so Produkte für die Seniorentätigkeit. Ja, genau. Bedeutet denn Smart Home tatsächlich auch ein Mehr an Komfort und ein Mehr an Lebensqualität? Wir haben gerade den Einspieler gesehen, was da möglich ist. Das ist sicherlich eine Frage auch an dich, aber auch eine Frage hier an Sie beide. Was meinen Sie? Mehr an Lebensqualität, mehr an Komfort? Also erstmal, funktioniert das? Ja. Danke, dass ich eingeladen bin und hier mitreden darf. Und ich glaube, man hat das jetzt in dem Einspieler gerade schön gesehen, dass das natürlich sieht das sehr bequem aus und futuristisch und man guckt sich das ja wirklich mit einer gewissen Faszination an und sagt, oh Gott, ja, da gehen wir hin und so wird das sein und wie viel uns das an Arbeit abnimmt, weil das macht ja den Komfort aus, dass eben Dinge vernetzt werden, leblose Gegenstände ins Internet gehen sozusagen und digitalisiert werden und miteinander vernetzt werden, um uns eine Arbeit abzunehmen. Aber das nimmt uns ja nicht nur Arbeit ab, sondern eben auch ein Stück Souveränität, was wir noch beherrschen können und was wir verstehen können und was wir eben auch selber ändern können, wenn es zum Beispiel kaputt ist. Da war gerade ein schönes Beispiel, ist was anscheinend kaputt gegangen, weil da ging es irgendwie um der Administrator, die Serviceanfrage wurde versandt. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, wie das so ist, wenn ich zum Beispiel zu Hause mal kein Internet habe, dann versende ich auch eine Serviceanfrage oder rufe bei einer Hotline an und dann ist aber lange nichts. Und in dem Haushalt, den wir gerade gesehen haben, ist dann gar nichts mehr los. Also da war ja, wenn da der Strom ausfällt und nicht sofort jemand kommt und das sofort repariert, dann ist es dann auch wieder mehr Arbeit und weniger Komfort, weil man sich wahrscheinlich rumschlagen muss damit irgendwie, was man eben selbst nicht mehr beherrscht und nicht mehr repariert bekommt. Ja. Und ich bin ja in der Netzwelt von Spiegel Online als Redakteurin und wir schreiben ja für den Endverbraucher, also sozusagen, wenn man das so möchte, also für eigentlich hauptsächlich für Leser, für Sie, für alle, aber eben natürlich auch am nächsten sind uns eben Leser, denen wir versuchen, irgendwie Sachen zu erklären, denen wir als Technikredakteur natürlich mit großer Begeisterung irgendwie in der Regel gegenüberstehen, aber denen wir dann eben auch erklären wollen und wie Sie das schon gesagt haben, was das kann, aber nicht, was das alles kann, nur und gut kann, sondern eben, was das an Daten aufnimmt, was das heißt, was passiert, wenn man gehackt würde, was passiert, wenn etwas kaputt geht. Und das gilt für jede App genauso. Das ist jetzt nicht nur für diese Technologie eine Sache, dass man irgendwie sagt, ja, guckt euch mal an, was eure Apps eigentlich können, weil wir mehr und mehr das Gefühl haben, dass die Nutzer ihre wirklich nur noch Nutzer sind, also nicht mehr verstehen. Das gilt für jedes Smartphone, Tablet, was wir in den Taschen haben, wo man zunehmend Probleme bekommt, überhaupt selbst noch Hand anzulegen sozusagen oder etwas verändern zu können. Also sondern wenn mein Gerät kaputt geht, mein Smartphone in meinem Fall zum Beispiel, dann muss ich zum Hersteller zurück und sagen, ich habe ein Problem. Das lässt sich auch mit Know-how. Ich komme da nicht mehr rein. Das ist ein geschlossenes Ding. Ich kann da nichts mehr dran machen. Und das ist natürlich ein Schritt, der immer weitergeht. Und meine Hoffnung und mein Wille und was ich auch als Aufgabe sehe, ist eben den Leuten das zu erklären, auch einerseits richtig näher zu bringen, aber eben auch zu erklären, dass sie sich eigentlich nicht alles aus der Hand nehmen lassen sollen, sondern dass sie sich mehr mit der Technik beschäftigen sollen, die sie umgibt, damit sie dann eben auch mündige Nutzer werden und nicht einfach nur benutzen, sondern eben auch verstehen. Ja, das ist auch ein Stichwort für Sie, Herr Schmidt. Ja, ich überlege jetzt die ganze Zeit, mein Forschungsgebiet ist ja letztlich Kommunikation. Ich habe jetzt vorhin in dem Film mal versucht, bewusst darauf zu achten, an welchen Stellen denn dort sozusagen Kommunikation jetzt nicht zwischen Mensch und Gerät oder zwischen Mensch und Waschmaschine, was da zu sehen war, stattgefunden hat, sondern wo Aspekte der interpersonalen Kommunikation, wie es nochmal uns heißt, stattgefunden haben. Da gab es an manchen Stellen, wurde das angedeutet, das hat, glaube ich, zu der gesamten Anmutung beigetragen. Das fand ich sehr interessant, wie dort eben in
sozusagen in das Haus, in die Geräte augenscheinlich Kommunikationsmedien integriert waren. Also dieser Küchentisch oder was das war, wo eben dann die Kommunikationszentrale mit dem Telefon und den irgendwie der Zeitung oder dem Fernseher integriert war. Das fand ich interessant, weil das natürlich dann eine Fortentwicklung von den klobigen Computern der 80er und 90er Jahre über die Smartphones, die wir heute haben, in die Geräte, die uns im Alltag umgeben, beginnt. Das wird, glaube ich, interessant. Also ich glaube, da könnte es tatsächlich einen interessanten, wie soll man sagen, also einen interessanten Anstoß für die Menschen geben, das Haus tatsächlich noch stärker zu vernetzen, als es jetzt ohnehin schon mit WLAN-Routern und all diesen Dingen machen. Wenn sie nämlich Kommunikation mit ihrem Umfeld, mit ihren Freunden, mit ihren Verwandten, wie auch immer, im Prinzip dann auch an jeder Stelle machen können, ohne noch so ein Gerät ständig in der Hand zu haben, sondern das sozusagen vor sich zu haben. Mhm. Ansonsten, ich sehe es ein bisschen wie Judith, ich glaube, die Frage, die Sie ja eingangs auch gestellt hatten, ob das nun mehr Komfort bedeutet, sehe ich skeptisch. Ich glaube, es bedeutet einen anderen Komfort, aber nicht mehr. Also man erkauft sich, du hattest darauf hingewiesen, dass man sich bestimmte Beschränkungen erkauft. Ich glaube, man wird auch in einem vernetzten Haus genauso das Gefühl haben, man hat viel zu viele Dinge zu erledigen, man hat viel zu wenig Zeit. Es werden einem bestimmte Dinge möglicherweise abgenommen, dafür werden andere Dinge komplizierter. Also ich glaube, die Vorstellung, dass technischer Fortschritt sozusagen linear dazu führt, dass wir mehr Komfort haben, das ist im Rückblick zu vor 30 und vor 50 Jahren vielleicht richtig, aber in der Situation erleben wir das als normal und dann sehen wir auch, was uns nach und nach oder tagtäglich weiterhin belastet und wo uns der Komfort fehlt. Also insofern, sozusagen aus der, das ist fast schon eine philosophische Perspektive, ist das technischer Fortschritt, aber ob es richtig messbarer Zuwachs an Komfort ist, würde ich bezweifeln. Also aus der eigenen Haut kommen wir nicht raus. Nee. Gut, was ja heute Morgen in der Keynote ein bisschen angeklungen ist. Ne? Thema gesamtwirtschaftliche Potenziale von Smart Home. Welche sehen Sie da für die Zukunft und wer profitiert davon? Stefan. Ich denke mal, dass wir natürlich auch eben ein Industriebereich haben klassischer Kultur, eben unsere Schalterprogrammhersteller, die ja auch in diesem Markt aktiv sind. Gera, Busch Jäger, wir haben eben schon ein bisschen gescherzt, diese oberbergische Mafia, liebevoll gemeint, die da alle sitzen, Berker, Busch Jäger, Märkten. Und Gera 4 haben wir ja, vier große, die sich ja auch dieser KNX-Bussystem, also kabelgebundene und auch Funkbussysteme bedienen. Das ist ein Riesenmarkt, auch hier in Deutschland, wenn man den sieht, dieser Schalterprogrammhersteller, die sich weiterentwickeln, die auch Kooperationen zu den klassischen Anbietern starten, sehr vorsichtige Natur. Aber man sieht auch hier, dass selbst Gera, unser Gustav Giersiepen, sich beschäftigt mit dem Thema N-Ocean. Also während man bei den klassischen Funkbussystemen noch diese 3-Volt-Knopfzellen, die kennen Sie alle aus Blutdruckmessgeräten oder Blutzuckermessgeräten, ich glaube, die heißt 3042 oder sowas, eine Zelle, drin hat, zwei Stück, werden dort bei der N-Ocean-Technologie allein dieser Piezo-Effekt durch den Druck, wird der Impuls ausgelöst, der Schaltimpuls, der dann auf einen Aktor geht. Also das vereint man schon. Auch ein Wirtschaftszweig, ist ein Startup, ein Ocean, neue Technologie, sitzen in München. Andreas Schneider, Geschäftsführer. Dann haben wir Tado, auch ein Münchner Unternehmen, Startup, die beschäftigen sich mit Komponenten der Heizungswirtschaft. Wer von Ihnen hat denn eine Ölheizung oder Gasheizung? Bitte mal ein Handzeichen. Öl oder Gas. Bitte? Öl oder Gas. Öl oder Gas, ja. Oder habt ihr. Gut. Wer hat denn da schon eine Steuerung für? Oh, mein Vater. Macht den Felsbar, macht den gut, okay. Also die Steuerung dafür auf eine Art und Weise, dass ich quasi eben nicht mehr den nordseitig angebrachten Fühler nutze, sondern die Daten von dem Wetter.de-Service eingespielt werden mit den 4-Tage-Forecast. Und das haben die Jungs da gebastelt mit dem neuen Thermostat, was gängiger ist, in Richtung Raum. Also Raum- und Außentemperatur wird in Verhältnis gesetzt, Forecast der nächsten 4 Tage eingebracht und es sind Energieeinsparungsmöglichkeiten bis zu 30%, weil diese Heizkennlinie optimiert vom Kessel. Und das kesselübergreifend, es spielt keine Rolle, ob man einen Boderus, einen Fiesmann oder einen Brötchenkessel hat, das wird einfach auf diese Steuerung aufgepropft. Ganz neues Geschichte, ein Startup, also man sieht, es gibt auch neue Wirtschaftswege, neue Zweige, die an den Markt treten mit sehr schönen Technologien, wo die klassischen auch ein bisschen, ich sag mal, naja, aufgefordert werden, sich vielleicht Gedanken zu machen, mal sowas auch im eigenen Brett anzubieten. Also durchaus Wachstumsmotor. An dieser Stelle kurze Frage, gibt es Fragen aus dem Publikum ganz konkret zu dem, was es bis jetzt gab?
Wenn Sie Fragen haben, dann einfach kurzes Handzeichen. Sie müssten dann hier vorkommen, dann bekommen Sie ein Mikrofon, damit Sie dann dort auch, auch insgesamt gehört werden. Ansonsten ist ja auch der Punkt, man hört ja auch immer wieder, dass es auch, dass auch gesellschaftliche Herausforderungen, wie zum Beispiel der demografische Wandel, mit intelligenten Netzen besser in den Griff zu bekommen sind. Was kann hier realistischerweise ein Smart Home leisten? Ich gucke auch wieder dich an, weil wir hatten auch wieder das Thema Altenversorgung. Aber, ja. Nein, ich finde das eine gute Aufteilung. Sie, also sozusagen, Sie sind da, glaube ich, auch, muss man ganz ehrlich sagen, Sie sind da viel, viel tiefer drin als ich zumindest. Aber das sind die beiden Perspektiven. Das genau, und ich kann dann, ich bin der gute Soziologe, ich gebe dann zu bedenken, das und ob man das nicht noch anders sich entwickeln könnte. Sie sehen, das Publikum ist sinnvoll, das Podium ist sinnvoll, sinnvoll zusammengesetzt. Genau. Jedes Podium sollte einen Soziologen haben, der immer zu bedenken gibt. Also genau. Die Rolle übernehme ich gerne. Das ist doch schon drei. Also insofern, nee, ich kann sagen, demografischer Wandel, also wenn es gelingt, auch nicht ausschließlich, aber auch mit technischen Innovationen und mit, also jetzt in dem Bereich, den demografischen Wandel bewältigbar zu machen. Also er wird ja nicht umgekehrt dadurch, aber es wird eben diese Herausforderung, dass eine wachsende Anzahl von älteren Menschen, denen es tendenziell natürlich auch im höheren Alter weiterhin besser geht, als es vielleicht heute oder vor 20 Jahren so war, aber dass denen halt nicht mehr ausreichend viele jüngere Menschen entgegenstehen, die A, sozusagen die Wirtschaftskraft bieten, um das ist ja das ganze Frage der Sozialsysteme, aber in dem Fall hier, die halt vielleicht Pflege- oder Betreuungsleistung übernehmen, das ist natürlich extrem wichtig. Da kommt auch wieder mein Gebiet, die Kommunikation ins Spiel, die Möglichkeit eben jetzt nicht, also von Angesicht zu Angesicht, aber irgendwie vermittelt in Kontakt zu stehen mit Angehörigen, mit Freunden, mit Pflegerinnen und Pflegern. Was hier nicht drin steckte, was ja die Angst ist oder die negative Vision, dass dann, wir hatten es heute früh gehört, dass dann die Roboter die Pflege übernehmen, das halte ich auch, da wäre ich auch eher skeptisch. Ich glaube, das würde sich auch nicht durchsetzen. Aber wenn es eben um eine Unterstützung und sozusagen eine, ja, Unterstützung von Lebenslagen gibt, vor denen dann vielleicht ältere Menschen stehen, dann halte ich das auf jeden Fall für sinnvoll. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da eben tatsächlich ein interessanter Markt ist, der vielleicht auch gar nicht unbedingt von den Endkunden kommt, aber zum Beispiel von Pflegediensten oder von Pflegeeinrichtungen, die eben zum Beispiel ihre Wohnungen so einrichten, dass Menschen noch länger in Anführungsstrichen technisch betreut leben können, ohne das Gefühl zu haben, dass sie jetzt nur noch bettlägerig irgendwie dreimal am Tag gewendet werden, mal ein bisschen polemisch gesagt. Ich würde da gerne auch noch was zu sagen, weil dieser Pflegeaspekt, das sehe ich eben auch, also gerade wenn man zu Hause wohnt und nicht gepflegt wird, sondern eben gerne noch als älterer Mensch länger zu Hause wohnen möchte, da gibt es ja ganz prominente Beispiele schon von einem Armband, das alles Mögliche misst, das alles Mögliche feststellt und das geht auch, also das leuchtet einem ja sofort ein, dass man Hilfe hat und dass wenn zum Beispiel, wie gerade das Beispiel, die Herdplatte anbleibt bei der Mutter zu Hause, die 500 Kilometer weit weg ist, dass man dann eine SMS aufs Smartphone bekommt, aufs eigene. Klingt nicht so schlecht. Also das ist einfach so. Oder dass man irgendwie feststellen kann, ob genug Tabletten genommen worden sind, weil diese Kiste das selber sagen kann, ob sie leer ist oder ob sie voll ist. Dass man gucken kann, ob der Kühlschrank, ob was gegessen, getrunken worden ist. Und das ist auch wirklich so, dass man da die Chancen sieht. Aber auch da kommt es wieder mit dem Aspekt, dass man eben ein zum Beispiel gibt es Teppiche, die können die Sensoren haben, sodass man sehen kann, wenn jemand gestürzt ist, also wenn da jemand liegt. Aber dann gehen die natürlich immer auch an, wenn der Hund da ist. Das ist natürlich noch eine Entwicklungsphase. Aber das ist eine solche Arbeit. Es sind so viele Dinge, die man absichern muss. Dringend zum Beispiel, nur weil das Glas Wasser leer ist, heißt das nicht, dass die Person das getrunken hat. Das kann ein Menschen auch in dem Fall nicht ersetzen, sondern die kann es auch umgeschmissen haben und hat überhaupt nichts getrunken. Und die Tabletten sind eben auch so eine Sache, ne? Ob die genommen worden sind, ob die versteckt worden sind, ob die irgendwie das Klo runtergespült worden ist, sowas ist natürlich sehr schwierig abzuschätzen. Und tatsächlich ist es dann auch so, ich bin selber viel mit Hackern und so zusammen, das ist eben auch mein Thema, darüber schreibe ich viel Sicherheitsgeschichten und so. Und dann ist es dann schon so, wenn irgendwie bei der Oma viel zu erben gibt, dann programmiert man das Pillending halt um. Also das ist halt, das ist wirklich ganz gefährlich. Es sind jetzt auf einer... das klingt für Sie ganz makaber, sowas denke ich mir auch nicht. Wir sind hier jetzt nicht bei der Krimi Veranstaltung. Das denke ich mir nicht selber aus, sondern ja, in dem Fall kam dieser Gedankengang über die Pillenschachtel kam bei mir dadurch, dass auf einer Sicherheitskonferenz dieses Jahr in den USA sollte ein Vortrag gehalten werden. Das ging nicht, weil der Vortragende kurz vorher verstorben ist, leider. Warum?
Das weiß falsche man nicht. Pille. Und der wollte einen Vortrag darüber halten, wie er Herzschrittmacher hacken kann auf irgendwie 15 Meter Entfernung. Und das ist natürlich, also tatsächlich sind das Probleme, die sind da. Dass nicht jeder uns gut gesonnen ist, dass nicht jeder gerne nur das Beste für uns möchte und so. Und dass man das dann natürlich in fremde Hände legt, das ist ja so, in ihre. Oder in, also, oder das, dass man das eben abgibt und sagt, ich vertraue dieser Firma, die wird das schon machen, die wird dafür sorgen, dass das sicher ist. Die wird, da bin ich mir sicher, ich kenne die Firma so gut, die wird auf keinen Fall diese Daten weitergeben. Sie wird sich auch nicht hacken lassen, sodass meine Daten, weil wenn sie ein einziges Mal gehackt werden, sind die Daten weg. Die sind ja dann sind sie einmal irgendwie im Umlauf. Sie sind ja dann nicht, man kann ja nicht sagen, ach, das machen wir wieder rückgängig, das tut uns schrecklich leid. Und da ist es dann eben, auf sie kommt da wirklich eine Menge Arbeit zu. Also, dass man dann wirklich sagen kann, ja, das funktioniert. Und ich glaube, das ist eine rein automatische Geschichte, dass das helfen kann, einen Flieger zu holen zum Beispiel, aber nicht ersetzen kann, dass ein Mensch danach guckt, wie es der Person wirklich geht. Mhm. Und wenn wir dieses Problem haben, und das haben wir, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben, dass sie zu schlecht bezahlt sind, dass sie überarbeitet sind, dass die Leute immer älter werden, dann müssen wir das aber anders lösen und nicht auf dem technischen Weg, sondern das ist eben auch ein politischer und gesellschaftlicher Prozess, den wir in den Griff kriegen müssen. Da können wir nicht sagen, wir machen einfach einen neuen Teppich. Sehe ich genauso. Also ich meine, das sind assistierende Systeme, haben wir gerade darüber gesprochen auch schon, also AAL, Ambient Assisted Living. Ich denke, man sollte Abstand davon nehmen, dass wir jetzt kleine Roboter hier durch die Ecke flitzen haben, so La Krieg der Sterne, wie ist der R2-D2, ne? Der war ganz süß, der Kleine. Ne? Es gibt solche Sachen in der Tat schon, wer mal googeln möchte, und in Japan gibt es diesen R2-D2, Papero heißt der, ist so Kaffeekannenmäßig groß. Der ist Entertainer-like. Ich habe den selber zu Hause gehabt. Normalerweise gucken wir abends gerne freitagsabends Kölner Treffen mit Pina Böttinger. Haben wir zwar geguckt, aber der Kleine ist durch die Wohnung gefahren. Der ist so autark, der guckt sich alles an, der spricht da mit ihnen, kriegt rote Bäckchen. Also kann man mal empfehlen. Der wird in Japan wirklich genutzt, um demenzkranke oder demenzerkrankte Personen zu entertainen. Ja? Denen Fragen zu stellen. Also es ist wirklich süß, wie der Kleine. Also wenn Sie den Kleinen mal sehen, ist wie so ein kleiner Hund, kriegen Sie Welpenschutz. Also es ist wirklich Mutterschutz. Das ist wirklich toll. Anka, kann ich dir mal empfehlen für ein Wochenende. Leihen dir mal aus. Der ist wirklich sehr, ganz so weit. Sehr interaktiv. Ob sowas, Achtung, hier zum Einsatz kommen könnte, das wird vielleicht noch über 2030 hinausgehen. Es sei denn, man ist sehr technikverliebt, dann kann vielleicht der eine oder andere Roboter mal Einzug halten. Aber auch da Mehrwert. Also in der Pflege ersetzt er nicht vielleicht auch da die ostdeutsche Hilfskraft für 400 Euro. Da kann man ja auch solche Geschichten machen. Mensch zu Mensch immer besser als Maschine zu Maschine, glaube ich auch in dem Fall. Aber im medizinischen Bereich gibt es heute schon die Möglichkeit, und mein Vater ist 79, der war jetzt 7 Wochen im Krankenhaus, Diabetespatient geworden, von dem Tablettennehmenden zum Insulinspritzenden. Und dort gibt es Möglichkeiten mittels einer Waage, eines Blutdruckmessgerätes, eines Blutzuckermessgerätes und eines Pedometers, weil er muss sich ja auch bewegen, Daten zu sammeln, gesichert zu übertragen. Und er steht mit seinem Arzt in Verbindung. Und einmal die Woche, das habe ich eingerichtet, das kann der gute Mann nicht mehr, wir hatten immer gesprochen, wenn ich ihm was über Bluetooth erkläre, hält das für ein Gericht, ist aber kein Gericht. Insofern kommt der Arzt via Skype auf ihn zu und coacht ihn auch ein Stück weit. Sagt ihm zu der Kollegin, die für die Haptik kommt, zweitäglich, was er machen könnte, und stellt auch seine Insulinwerte optimal ein. Und ich kann Ihnen sagen, ihm geht es wesentlich besser. Ja, der ist optimal eingestellt, hat eine höhere Lebensqualität und ist nach 7 Wochen Krankenhausaufenthalt mit Kathetergesetz und einem Schickimicki, also kann ich lange erzählen, in der Lage, wieder selbstständig zu laufen, Treppen zu steigen und vielleicht auch wieder Auto zu fahren, wo ich es persönlich nicht rate, aber er könnte es. Und das sind natürlich dann schon technische Systeme, unterstützen und den Arzt näher an ihn ranholen, weil ein klassisch geführtes Diabetes-Tagebuch, da können Sie auch nachmittags reinschreiben, den Wert vom Vormittags, wenn Sie nach 3 Stück Schwarzwälder Kirsch Ihren überhöhten Zuckerwert haben. Und glauben Sie mir, es wird sehr viel Geld in Deutschland ausgegeben für falsch eingestellte Patienten. Wie viele Diabetiker haben wir? 200 Millionen Bundesbürger, wie viel haben wir? Sie erheben ja ganz schön viele persönliche Daten hier die ganze Zeit. Jetzt sagen, wissen Sie ja schon, welche Heizung wir haben, wer Diabetes. Sie erstellen hier Profile, habe ich den Eindruck. Genau, ist gleich auf dem Chip mitzunehmen. Ne? Genau. Der liebe Gott weiß alles, die NSA mehr. Ne? Dafür haben wir hier in Berlin große Antennen unter Dächern, die direkt aufs Bundeskanzleramt runterstrahlen. Ne? Da habe ich aber übrigens noch mal eine Frage zu, ja, zu dieser Technik. Ja, zu denen habe ich eine Menge Fragen, aber die können Sie mir wahrscheinlich hoffentlich auch nicht beantworten. Die Technisierung ist nicht das Ding, also das Internet ist eigentlich das Problem. Also ich zum Beispiel habe überhaupt kein Problem damit, dass verschiedene Sachen sich in meinem Haus miteinander auch gerne Maschine zu Maschine miteinander kommunizieren. Klassisches Beispiel,
ist gerne, wenn man den Wecker morgens, wenn man den Wecker ausmacht oder der Wecker klingelt, geht gleichzeitig die Kaffeemaschine an. Das fände ich nicht schlecht. Das wäre gut, weil ich habe das sowieso so eingestellt. Das Erste, was ich machen werde, ist ein Kaffee. Und von daher kann das eigentlich das auch wirklich automatisch machen. Also ich finde es nicht schlimm, wenn mein Wecker mit meiner Kaffeemaschine kommuniziert. Oder ich finde es auch nicht schlimm, wenn meine Gießkanne oder mein Wasserreservoir, ich bin nicht besonders gut in der Pflanzenpflege, ehrlich gesagt. Und auf meinem Balkon trocknet das immer ein. Und ich habe mir das tatsächlich, das kann man sich auch selber basteln, mit einem Arduino-Ding, man kann das machen, dass sich das dann selber wässert. Das ist ja sehr nett, dass ich mich darum nicht mehr drum kümmern muss, dass ich da nicht mehr dran denken muss. Aber das muss nicht ins Netz. Weder wie viel Strom ich verbrauche, noch wie viel Wasser ich verbrauche, noch wie oft ich Kaffee trinke und auf wie viele Tassen ich das einstelle. Ich möchte das nicht mit jemand anders kommunizieren. Also ich finde, es ist nochmal, wir müssen dringend unterscheiden zwischen ich vernetze mein Haus und ich vernetze mein Haus mit einer Firma, mit einem Stromnetz, mit einem Energieversorger, mit dem Staat. Irgendwann, wir machen nochmal die Horrorvision mit der Krankenkasse. Mit irgendwas, das irgendwie sehen kann, oh, da wird geraucht in der Wohnung und jeden Morgen irgendwie 4 Tassen Kaffee getrunken und abends irgendwie, und das sieht man alles und kann man alles messen und das wird direkt übermittelt und so, das wäre schwierig. Also ich finde, da ist noch ein Unterschied, dass man nicht, das klingt immer so ein bisschen technikfeindlich, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht mir auch wirklich um die Sicherheit von den Daten und nicht darum, dass irgendwie Maschinen gerne was erledigen dürfen, damit ich es nicht mehr selber machen muss. Ich glaube, auch da ist genau richtig, man muss auch ab und zu mal ausmachen können. Oder halt den Traffic, also den Verkehr, die Kommunikationsbeziehungen, wie du sagst, im Haus halten können. Das ist ja machbar. Ich muss ja nicht nach draußen gehen. Ich kann jetzt auch rein intern im Haus kommunizieren lassen. Ist ja machbar. Wenn ich heute, gibt es ja alles schon, Wecker klingelt, Kaffeemaschine mit eingeschaltet, kann man alles über normale Systeme abbilden schon. Das kann man längst, ja. Genau. Also ich muss die Daten nicht nach draußen geben. Aber das ist eben auch genau eine Frage, dass für viele der Gedanke, dass Maschinen untereinander kommunizieren, ja im ersten Moment keineswegs besonders angenehm ist. Ne? Das ist für Sie offensichtlich auch. Und wenn man es so darstellt, kann man sagen, ja klar, macht auch einen Sinn. Aber die Frage ist, ob das Smart Home denn tatsächlich eine Möglichkeit ist, dem Internet der Dinge beim Endkunden zu größerer oder bei der Privatperson zu größerer Akzeptanz zu verhelfen. So wie Sie es gerade dargestellt haben, sind es ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ne? Das heißt, wir haben einerseits unsere Vernetzung intern, wo extern niemand was wissen muss, und es gibt die Möglichkeit der Vernetzung mit dem Internet. Aber wird es denn überhaupt, ich sag mal, da draußen so wahrgenommen, oder ist für viele Menschen nicht alles eins? Und die sagen, naja, wenn ich das mache, dann kann ich das auch machen. Akzeptanz, das finde ich wirklich ein ganz wichtiges Stichwort. Ja. Also etwas zu akzeptieren, dass etwas so ist, das macht man ja ständig. Das machen wir, wie gesagt, gerade habe ich das Beispiel gebracht mit dem Smartphone, was ich dann zum Hersteller zurückbringe, dass das so ist, dass ich nur bei dem irgendwie bestimmte Sachen kaufen kann, dass ich nur bestimmte Apps, die ich in diesem Store bekomme, kaufen kann. Das akzeptiere ich ja. Also, und auch, dass man das jetzt so hat, dass ich jetzt Schwierigkeiten hätte, ein Nicht-Smartphone zu kaufen, weiß ich auch. Also dass sich Sachen verbreiten sich und akzeptieren, also werden akzeptiert und werden sich auch verbreiten, und da hat irgendwie die Nachbarin irgendwie die Waschmaschine, die schon, die, wenn sie fertig ist, schon eine SMS schickt, und dann möchte man das vielleicht auch haben. Und das glaube ich ist nicht das, also das ist ja ihr Ziel, dass sie diese Akzeptanz verbreiten. Also wir haben da ein bisschen unterschiedliche Ziele, und andererseits sind die sehr ähnlich, weil sie möchten gerne sagen, eine Awareness dafür, eine Sensibilität schaffen, dass die Leute das kennen, dass sie davon schon mal gehört haben, dass sie es dann auch irgendwann kaufen. Und bei mir ist es dann so, ja, ich möchte auch, dass die Leute davon gehört haben, dass sie wissen, was das kann, dass sie wissen, was das auch im schlimmsten Fall machen kann, auch im Guten natürlich, aber das ist, dass ich eben sage, okay, welche Interessen sind dahinter, welche Firmen, das ist eben mein Beruf, ich bin Journalist, also ich werde selten irgendwie eine Hurra-Sache, zu jeder neuen Technik werde ich selten irgendwie da stehen und sagen, ja, das ist schon großartig, weil das hat ja jeder, so ist das eben jetzt, das ist nicht so, das gucken Sie unsere Facebook-Berichterstattung an, das hat auch jeder. Und trotzdem weisen wir immer wieder darauf hin, so, Leute, da hat sich jetzt was geändert, guckt euch das an und denkt dann drüber nochmal nach oder auch nicht. Aber dass man eben, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit dieses Aufklärens geben und nicht nur im Sinne, wow, da gibt's was, sondern auch im Sinne, wow, da gibt's was, pass mal auf, geh davon weg vielleicht. Also ohne ihn. Aber tatsächlich auch in dem Fall, Sie sagen ja auch, was da alles drin ist, müssen Sie gleich nochmal sagen, was das alles kann. Das weiß ich nicht und das weiß meine Mutter auch nicht. Und das ist und die ist dann am Ende die in Much sitzt und weit weg von mir in Hamburg und dann das Ding zu Hause hat und ich überhaupt nicht weiß, ja, da ist was drin. Und dafür bin ich dann eben da, um zu sagen, um zu erklären, das kann das, und im schlimmsten Fall funkt das raus und im allerschlimmsten Fall steuert das dein Nachbar. Also in der Tat, ich meine, Sicherheit ist ein Thema dabei, absolut. Und ich glaube auch, wenn wir solche Komponenten haben, also es ist kein Teufelswerk, hier ist wirklich ein kleiner Rechner drin, also es ist nichts Gefährliches, brennt auch nicht, riecht auch nicht. Es ist das, was wir hier in der Wand haben, verbaut in klein.
Mehr ist das nicht. Wir können das mal rumgehen. Wir haben das hier beruhigt vorne auch jetzt nicht unbedingt, dass wir wissen, dass es auch hier Michael Schittlack vom Bitkom dabei. Genau. Also es nimmt, macht, fotografiert auch nicht. Also legt auch keine persönlichen Profile an. Also wir wissen nicht. Fingerabdrücke von einem. Guck mal, schon geborgen. Also diese Komponenten sind nicht gefährlich, sondern man kann hiermit auch wirklich, guck mal, ich wollte es schon direkt aufmachen, mal gucken, wie der Rechner drin ist. Genau, aber da ist ein kleiner Rechner mit drin, ist ein Dimmer mit, bitte? Was für einer? Mich, Martin, was haben wir da drin? Genau, sie hat sich gerade auch gemeldet. Wir haben jetzt ein Problem ohne Mikro. Ist kein Problem, ich gehe mal nach vorne. Ja, danke. Schön lauter Kumpel. Ja, ich hätte mal eine Frage an Sie, weil da so ein paar Dinge diskutiert wurden. Sie sagten, also Roboter in der Wohnung können Sie sich nicht vorstellen. Was ist für Sie eine Spülmaschine? Ist das kein Roboter? Nee, ist kein Roboter. Roboter in dem Sinne, also wie ich es gemeint habe, war in dem Sinne, wie wir es vorhin auch in der Keynote gehört haben, technische Systeme, die ein deutlich größeres Maß an Autonomität haben, sowohl was die eigene, sozusagen das eigene Verhalten in Anführungsstrichen angeht, als den Bewegungsradius, als auch sowas wie Kommunikationsmöglichkeiten haben, und zwar zu einem größeren Maß als Spülmaschinen haben. Die Spülmaschine hat eine gewisse Autonomie, wenn ein Programm abläuft, und wenn man sie vernetzt, kann man das wahrscheinlich auch noch steigern und irgendwie noch in größere irgendwie Steuerungskreisläufe und so weiter einbinden, aber eine Spülmaschine ist für mich kein Roboter. Ja, aber ich glaube, das ist doch das, was wir auch ein bisschen diskutieren müssen. Also wenn wir jetzt über das Altersgerechte sprechen, also es geht ja nicht darum, dass die Menschen überleben, sondern dass sie nett leben. Also das ist mal wichtig. Also ich habe ja langsam Angst, wenn ich dann immer höre, was mit dem 80-Jährigen so alles passiert. In 30 Jahren ist das bei mir ja soweit. Und da möchte ich ja, dass einfach ein Leben haben. So Dinge werden mit dem Alter offensichtlich beschwerlicher. Und da sind für mich die Fragen, was sind das für Unterstützungstechnologien? Und ich habe jetzt bei der Spülmaschine kein Problem. Ich habe bei vielen anderen, und ich hätte auch bei Robotik in einer gewissen Art und Weise ja nicht das Thema. Und ich glaube, es ist jedem klar, es ist wichtig, in der gesellschaftlichen Umgebung technische Möglichkeiten zu begrenzen. Deswegen darf man mit Messern nicht die anderen erstechen. Das war bei der Technik schon so. So, und ich glaube, da müssen wir doch eine Diskussion darüber führen. Wir finden jetzt eine Technologie, und wie begrenzen wir uns in manchen Dingen, um das lebenswert zu machen, Komfortfunktionen zu haben, Beschwerlichkeit zu überwinden und solche Themen. Und diese Rollen müssen wir finden als solches. Und deswegen, für mich ist eine Spülmaschine auch eine Art von Roboter. Ich bin nur ziemlich sicher, sie kommt nicht aus der Küche raus. Gut, aber es geht jetzt nicht um Schwarz-Weiß, nee. Ne? Genau. Sondern wir wollen jetzt wirklich schauen. Genau, der entscheidende Halbsatz, den Sie jetzt gerade gesagt haben, den ich in meinem Statement zugegebenerweise nicht gesagt habe, ist, Sie möchten, dass Ihnen, so habe ich es gerade mir gemerkt, dass Sie das in gewisser Weise oder in gewissen Grenzen unterstützt. Also Sie haben darauf hingewiesen, dass es eben irgendwo zwischen der Waschmaschine jetzt und diesen Visionen, die wir vorhin gesehen haben, irgendwo dazwischen läuft ja die Grenze, wo es nochmal für den einen vielleicht noch gerade akzeptabel ist und noch ein anderer freut sich drüber, super, endlich, und viele andere werden sagen, oh Gott, ich glaube nicht, dass man diese Grenze für uns, wie wir im Raum sitzen oder für die Deutschen insgesamt oder für die Weltbevölkerung gleichsetzen wird, aber wie Sie zu Recht sagen, wir werden uns dieser Frage, wo werden da die Grenzen gezogen, werden wir uns stellen müssen. Es gibt in der aus der Interaktionsforschung mit sozusagen menschlichen Robotern oder menschenähnlichen Robotern gibt es ja dieses Phänomen, das Uncanny Valley, also die, wenn Menschen mit sozusagen programmierten Systemen zu tun haben, dann die sind irgendwann ganz doof und simpel, und je schlauer sie werden, ich überspitze jetzt etwas, desto besser finden die Menschen, die mit denen interagieren, und irgendwann gibt es einen Punkt, da schlägt es um, weil da wird es den Menschen unheimlich. Das ist was, wenn die Roboter zu menschenähnlich aussehen, wenn sie zu menschenähnlich irgendwie Mimik haben, aber der Mensch trotzdem immer noch merkt, das ist kein Mensch, dahinter, das ist irgendwie noch eine Maschine. Und dieses, wenn man diesen Gedanken, dieses Uncanny Valley, also dieses Unbehagens, das Menschen in der Interaktion mit Maschinen haben, wenn man das auf Roboter überträgt, dann sind wir, glaube ich, genau bei der Frage. Irgendwo ist dieser Punkt, wo wir, glaube ich, auch aus gutem Grund Unbehagen verspüren, wenn um uns rum mehr und mehr autonome, in Anführungsstrichen intelligente Systeme
Dinge übernehmen und wir das Gefühl haben, das sind keine Menschen mehr und wir können sie aber auch nicht mehr kontrollieren oder auch nicht mehr, noch nicht mal mehr modifizieren, wie was Judith gerade meinte. Da wollte ich auch noch was zu sagen. Das ist ja auch nicht, erstmal ist es wirklich nicht schwarz-weiß, sondern tatsächlich ja immer so eine Ermessensfrage und dann sagt man immer, ja, wir brauchen Regeln, ja, wir brauchen was auch immer, Gesetze und so. In Wahrheit ist aber so, also ich möchte Sie da wirklich ermutigen, machen Sie es doch transparent. Wenn das ganz transparent ist, dass jeder sich bei jeder Sache, bei der Spülmaschine, bei der Kaffeemaschine, beim Licht, bei der Heizung, bei allem entscheiden kann. Die und die Daten werden erhoben, die werden weggeschickt, das möchte ich nicht. Ich möchte das Ganze ausschalten, ich möchte das Ganze für 5 Wochen ausschalten, ich möchte das Ganze selbst reparieren, ich möchte einen größeren Speicher reinmachen. Man kann Sachen so bauen. Es muss ja nicht so sein wie bei den Smartphones, dass man nichts mehr tauschen kann, sondern man kann dem Nutzer eine Menge Handlungsfreiheit bieten und eine Menge wirklich Informationen bieten und sagen, ja, dass der Code ist Open Source. Das heißt, da kann jeder reingucken, was mir und meiner Mutter und so überhaupt nichts bringt. Aber ich weiß, dann kann es jemand anders, ein anderer Experte, kann das auditieren, kann sich das angucken. Es ist, und so ist es eben bei Hardware oder bei allen Sachen eben auch. Je mehr man wieder in die Hand des Nutzers gibt und eben sagt, hör zu, das kannst du dir alles so bequem machen, kannst dir alles auf Autopilot stellen, so wie du es am liebsten hättest. Das sind ja dann immer Regeln, die man einstellt. Aber du kannst es auch abstellen und du kannst es ganz leicht ändern. Und wenn es kaputt geht, dann kannst du es auch. Und wenn du damit nicht ins Internet willst, dann kannst du es auch. Und diese Möglichkeit gibt es ja und damit vergibt man sich nichts, weil man im Gegenteil ja damit macht man doch die Kunden zufrieden, dass sie wirklich alles in der Hand haben und nicht, dass sie umgekehrt eben die Kontrolle verlieren und dominiert von Geräten und in dem Fall dann auch dominiert von einer Firma leben müssen. Danke, Judith. Danke, Judith. Ich komme sofort zur Frage. Ich antworte ganz kurz drauf. Genau das ist Sinn und Zweck des Arbeitskreises Digital Home, der sich gerade Hommage an Connected Home umbenannt hat. Und dafür. Aber nicht im Leitfaden. Das müssen wir reinschreiben dann. Ja, ich habe den gelesen. Nein, also. Guck mal hier, Michael, jetzt sind wir dran, ne? Nein, das kommt ja noch. Wir nennen das doch gerade um, Judith. Also ist es denn. Guck mal hier, jetzt wird es reinig. Ja, so, ja, ist, so ist das. Ne? Butter bei den Fisch, ne? Ja, ja, ja. Journalist, ich gucke mir das vorher an und dann stelle ich eine Frage. Und tatsächlich, da steht, ja, wir müssen das auf den Markt bringen, da steht Marktpenetration und da steht, man muss den Leuten das erklären und, und Benutzerakzeptanz schaffen, aber steht eben nicht drin. Also auch, ja, es gibt eine Sache, ja, Leitfaden und so, aber steht nicht ganz klar drin, ja, wir bilden die aus oder ja, wir vor allem setzen wir auf Open Source oder vor allem versuchen wir das möglichst zu öffnen. Das muss genau da schon reingehören. Es ist genauso in der Tat, wie du sagst, es ist auch ein Interesse von uns eben, deswegen reden wir auch über die Verbände hinweg, also auch unsere Elektrohandwerker und wir betrachten das gesamtheitlich, weil tue Gutes und spreche über das eine. Du musst aber dann auch von vorne bis hinten auch dafür die Ausbildung Sorge tragen, dass das wirklich, was hier gerade rumgeht, auch jemand versteht zum Einbauen. Weil das, was wir hier gesehen haben, das Ding kannst du nicht selber einbauen. Es sei denn, du hast vielleicht mal einen Handwerksberuf, Elektrotechnik studiert, wie auch immer. Dann darf man das. Aber sonst lässt man den Finger davon. Also insofern, das versuchen wir schon gesamtheitlich zu betrachten und auch eben die Transparenz zu schaffen für diese Technologie. Jetzt haben wir da vorne eine Frage, erstmal zuerst. Danke für die Co-Moderation, genau. Ich habe ja mein Mikro abgegeben. Ja, jetzt ganz kurz, ja. Ich brauche keine 2. Geht das? Ja. Okay. Also, das ist ein schöner Gedanke, dass man das alles entweder intern hält oder extern. Ich bin selbst IT-Unternehmer, sehe das alles mit einem freudigen Auge aus meiner Technikbegeisterung und mit einem ganz entsetzten Auge, was da alles abläuft. Im Moment ist mein Gefühl, man hat nicht die Wahl und es geht auch gar nicht, diese Wahl zu haben. Weil ich kann das kontrollieren, ich weiß, wie das geht. Aber der Aufwand, das alles zu kontrollieren, ist blanker Irrsinn. Ja, ich weiß nicht, wer es kontrollieren soll. Im Moment kapitulieren selbst Staaten. Die Bundesregierung sagt, sie haben Probleme, sich gegen die Angriffe zu wehren. Wie sollen sie das machen, wenn die von den Botschaften her abhören? Gibt es kaum eine Möglichkeit. Also wir als Verbraucher die Möglichkeit haben, klar, man kann einen Knopf drücken, da steht Ausschalten und Einschalten, aber ob das nachher so ist, man muss ja auch sehen, es ist ein vitales Interesse da, vieler Unternehmen. Hat sie mögen ja gerade, das jetzt entschuldigen, ich möchte nichts unterstellen, diese Profilierungen zu machen. Ganz, ganz viele von diesen Diensten, die wir so schön finden, die so einfach sind, machen ja nur Sinn, weil nachher profilierte Werbung geschaltet werden kann. Also das ist so ein ganz großes Knäuel. Okay, so. Dankeschön. Ja, vielleicht die Frage, die Idee, wo kann man da wirklich hin?
Wir bekommen das Mikrofon wieder nach vorne. Dankeschön. Und noch, wollen wir gleich noch eine Anschlussfrage nehmen? Haben wir? Ja. Hm? Weil das passt doch ganz gut. Weil ich nämlich schon sehe, dass es da tatsächlich eine ganze Reihe an Sachen gibt, weil ich also mich unter anderem mit Code- und Kryptoregulierung beschäftige. Eine von den Sachen, die ich schon sehe, ist zum Beispiel eine ganz klare Haftungsregeln, die auch ganz anders funktionieren müssen, als wir das heute haben, weil diese 2 Jahre oder was das sind, Gewährleistung, das geht nicht. Also als Techniker weiß man, dass das Technik, die im Feld ist, 10 Jahre da ist und die Gewährleistung ist 2 Jahre. Das heißt, wer macht das in der restlichen 8? Wenn ich, oder also was passiert damit, wenn ich eine Technik habe, die ich nicht selber öffnen, verändern kann und so weiter. Das heißt, da muss man eine ganz fundamentale Änderung haben, meiner Meinung nach. Aber die Frage, die ich nochmal stellen wollte, die bezieht sich halt irgendwie auf ihre Broschüre, die Sie da haben. Weil was ich nämlich genauso sehe, ist, dass da geht es halt schon im Großen und Ganzen darum, Produkte in den Markt zu pushen. Und da geht es irgendwie tatsächlich eben nicht darum, die Leute zu enablen. Und das ist halt eine Sache, die ich schon per se ganz kritisch betrachte. Weil das ist das einzig Sinnvolle, auch in Bezug auf sich wehren zu können gegen Angriffe, zu verstehen, was eigentlich so ein System macht und so. Und das ist halt eine Sache, die mich halt schon sehr kritisch macht, wenn ich halt so ihre Publikation dazu sehe. Noch eine Frage? Super, das ist klasse. Ja, ich werde das jetzt mal noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben an der Stelle. Wenn Sie sagen, man hat die Wahl. Die Wahl habe ich natürlich nur so lange, wie es nicht marktgängig ist oder solange nicht jemand anders mich dazu verpflichtet, etwas zu benutzen. Wenn wir eben von eben solchen wunderschönen Assisted Systems reden, in irgendeiner Form Assisting Systems reden, dann ist es natürlich was Wunderbares. Die Frage ist, ob ich mir meine Krankenkasse ansonsten noch leisten kann, wenn ich auf so etwas verzichte zum Beispiel, wenn ich denn älter werde. PKV ist da eher das Problem als GKV, zumindest nach momentanem Stand. Aber trotzdem, wenn ich solche Sachen anschaue, das sind ja Automatismen, die sich entwickeln. Und ab einer gewissen Marktdurchdringung, ab einer gewissen Marktpenetration wird so etwas ja als Standard vorausgesetzt. Wenn ich von diesem Standard abweichen möchte, wenn ich jetzt wie Judith Heuchert an der Stelle meine Kaffeemaschine selber programmieren möchte, eventuell, oder zumindest mit meinem Wecker noch autonom halten möchte vom Rest des ganzen Verknüpfungswesens, dann habe ich natürlich ein Setting, was abweicht von der Norm. Und natürlich ist es schön, wenn oberbergische Schalterhersteller sich überlegen, wie sie einen Regensensor, der im Oberbergischen sehr nützlich ist, entwickeln, damit automatisch das Licht ein bisschen heller oder dunkler wird. Ja, das ist natürlich sehr hübsch, aber das ist ja trotzdem nicht die fundamentale Frage. Die fundamentale Frage ist ja, wenn das den Markt tatsächlich durchdringt und wir können alle davon ausgehen, dass in gewisser Weise diese Techniken den Markt durchdringen werden und auch das Ganze in den Häusern einziehen wird, wie schafft man es dann, dass eben sozusagen eben der Schutz derjenigen gewährleistet ist, die eben nicht zu dieser Mehrheit gehören, sondern die eben diese Sonderwünsche an der Stelle haben. Wie kann man das regeln? Und das geht natürlich auch Sie an als Vertreter dieses Teils als Frage an Ihre Verantwortung. Also danke auch für diesen Strauß an Fragen, die sich ja immer noch gegenseitig ein bisschen potenziert haben. Stefan, ich denke, jetzt bist du gefragt. Mensch, also vielleicht direkt hier vorne angefangen. Grundsätzlich ist es so, dass auch die Wohnungswirtschaft, wenn Sie heute, das ist ein schönes Beispiel, was Sie gebracht haben, wenn Sie in Derendorf eine Wohnung kaufen, Düsseldorf-Derendorf, sind die alten Bahnhöfe weggerissen, dort entsteht Wohngebiet von Hochtief und mit Hinterboden zusammen, die haben einen Showroom. Klassisch wird immer noch auch bei den Architekten, bei den Planern was verbaut? Genau, der ganz normale Kippschalter, Wechselschalter, 0815. Aber Achtung, Sie haben in Ihren Showrooms auch Produkte, um halt das, was wir hier diskutieren, sagen wir mal, ist Tado Heizungssteuerung, Funkbussystem, KNX oder N-Ocean und so weiter, das muss der Mieter, also Selbstentscheidung, dann oder Käufer, selber mit hinzufügen. Und wenn ich sage, ich bin mit dem klassischen XY-System zufrieden, dann kann ich auch mit dem Serienschalter meine Steckdosen schalten. Das kann doch keiner abschätzen. Wieso wird er nicht? Kommt ja nicht auf einmal, dass man sagt, so ja. Jetzt funken die Stühle, ja. Sondern es wird so sein, dass man irgendwann eine neue Heizung braucht. Und dann ja. Heißt es irgendwann, das hat man jetzt so. Ich weiß das, wie das ist, wenn meine Mutter für ihr Haus irgendwas kauft, dann hat man das jetzt so. Ja. Und dann, also das ist wirklich so. Und das kostet ein bisschen mehr und ist aber ja. Dann auch der letzte Schrei und kann auch ganz schön viel und macht dieses, die Rollladen zum Beispiel, gehen schon von allein. Und dann, das ist tatsächlich ja so, das merkt man nicht. Also das glaube ich schon, dass ganz viele Leute dann nicht sagen, während ich merke, ah ja, das ist Internet der Dinge. Das denken viele Leute nicht, wenn sie sich eine neue Heizung kaufen, sondern sagen, ich habe mir eine moderne Heizung gekauft. Also da müsste man eben... Aber Internet-Dinge wird, denke ich mal, für meinen Geschmack nicht nur so sein, auch mit IP-Version 6, wo wir angeblich unendliche Adressräume haben, die dann die
Karten, also sprich die SIM-Karten, die Netztechnik im Device selber, einfach immer noch 30 Euro kostet. Und wenn Sie heute in einen Brandmelder diese Technik einbauen mit einem SIM-Chip drin, dann kostet das Ding eben nicht mehr 3,95 Euro, sondern richtig, 60 Euro. Ja. Die Technologie wird so sein, dass man halt über Funkstandards die Sensorik bedient, aber man wird nicht in jeder Komponente, in jedem Read-Kontakt am Fenster, was wir eben hier in dem Vorspann gesehen haben, eine SIM-Karte drin ist. Wer daran glaubt, der glaubt auch noch an die unbefleckte Empfängnis. Es wird so sein, dass Zentralkomponenten sicherlich gesteuert werden mit einer SIM-Karte um die Konnektivität. Und jetzt Achtung, da kann ich später den Schalter umlegen, noch digital 1 oder 0. Und damit entscheide ich, bleibt das im Funkverkehr innen. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr in die technischen Details. Ich habe ja Technik studiert und können uns gerne mal zusammensetzen, über Funktechnologien sprechen. Die spannende Frage, die ja dahinter steht. Ja, ist ja wunderbar. Dann können wir uns aber 10 Jahre garantieren. Ruhe! Gerne, lieber als das. Ich werde jetzt ungemütlich. Nee, weil die Frage, die dahinter steht, die eben auch ein paar Mal durchgeklungen ist, weil genau dieses auch, was Sie beide sagten, ist dieses, habe ich denn wirklich noch die Wahl oder werde ich nicht gezwungen und ist da eben nicht, sollten da nicht Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und auch Wissenschaftler und auch Unternehmen an einem Strang ziehen? Also ist es da nicht, also... Ist es nicht blind zu sehen, dass was da für ein stattfindet, dass das Unternehmen und auch Politiker sagen, naja, das müssen wir auch gar nicht alles wissen und so weiter und so weiter. Und ist da nicht letztendlich, ist das nicht die große Gefahr dahinter? Ja, also im Grunde ist das, was Sie hier machen, ja genau der richtige Schritt. Also wir haben jetzt hier wir haben also Vertreter derjenigen, die da einen Markt schaffen wollen oder den Markt besetzen wollen. Wir haben Journalistin als jetzt Vertreterin einer kritischen Öffentlichkeit, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben dann den Soziologen vertreten, für die vielleicht mit etwas anderen Maßstäben über längere Zeiträume untersuchen, was macht das denn überhaupt mit uns? Mhm. Und wir haben Sie hier, die halt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sich auch noch einmischen in den Diskurs. Das Interessante ist halt, es kann ja nicht bei so einer Veranstaltung bleiben. Es müssten genau diese Debatten und diese Fragen, die jetzt gerade in dieser Runde kamen, die müssten meiner Ansicht nach viel stärker noch wieder in ihren Arbeitskreis. Ich weiß noch nicht genau, wie der organisiert ist. Ich gebe zu, ich habe diese Broschüre habe ich nicht vorher gelesen. Aber im Prinzip muss ja an der Stelle, auch nicht erst, wenn die Technologie marktreif oder prototypisch da ist, sondern wenn Sie sich Gedanken über diese Szenarien von in 20 Jahren machen, da müssten im Prinzip diese Stimmen und die kritische Öffentlichkeit und vielleicht auch ein Soziologe dann auch noch dabei sein, um zu überlegen, naja, geht das denn grundsätzlich in die richtige Richtung? Weil Sie haben natürlich, das ist das Wesen auch von technologischen Innovationen, die erzeugen in dem Moment, wo sie da sind, erzeugen sie einen Sog. So, und dann hechelt man als Gesellschaft, als kritischer Journalismus, als Wissenschaftler, als Gesellschaft oft hinterher. Und da gibt es die finden das super und die finden das ganz furchtbar. Aber im Grunde steht man schon vor vollendeten Tatsachen. Ich glaube, bei den Dingen wie bei anderen Technologien wäre es gesamtgesellschaftlich hilfreicher und schöner, schon zu früheren Zeitpunkt die Diskussionen zu öffnen, die Frage zu öffnen, welche Konsequenzen schaffen wir uns eigentlich jetzt hier mit bestimmten technischen Gestaltungen. Da geht es nicht darum, was ist da für ein Chip drin, sondern genau diese Frage, die Judith angesprochen hat, sind die Technologien einsehbar, sind die transparent, sind die modifizierbar? Und das sind Dinge, da müssten wir Ihnen eigentlich noch viel stärker auf die Finger hauen, dass wir möglichst schon in diesem Arbeitskreis drin sind, wenn wir es nicht schon sind. Aber wenn nicht, dann müssen wir da rein. Wahrscheinlich nicht mehr. Also in der Tat gibt es das alles schon, ist nicht neu. Wir gehen sogar hin, sei ins Vodafone und gehen, wenn wir über solche Medizinprodukte eben reden, das fürs Diabetes, dann diskutieren wir da mit Vertretern der Ärztezunft, also sprich Diabetologen und Patienten, das Thema Lebenskomfort. Und diese Bestandteile sind schon mit drin und ob ein Patient, ein chronisch Kranker, wir reden ja von Chronikern hier, ob der dann einen Mehrwert, was Sie eben schon sagten, hat dahingehend, dass er eben nicht einmal die Woche zum Arzt muss. Und gegebenenfalls, wenn er beispielsweise ein chronischer Wundpatient ist und in Düsseldorf wohnt und ins BG-Krankenhaus Bergmannsheil nach Bochum muss. Ich weiß nicht, wer schon mal von Düsseldorf nach Bochum gefahren ist, aber es ist ein spannender schon Weg. Wieder eine von den Fragen. Ja? Bewegungsprofile. Ist das vielleicht nicht gerade sehr angenehm. Und wenn man dann eben die Möglichkeit hat, das per Telekonsult zu machen, dann ist das eine deutliche Verbesserung.
Verbesserung. Und diejenigen, die das dann nutzen, nutzen das gerne, weil sie halt von vornherein A mit eingebunden werden in diese technischen Entwicklungen, die sie auch für sich dann nutzbar machen können. Also es ist einmal der Arzt, der Patient, der hier in Einklang gebracht wird mit den Technologen. Ja. Und ich denke, wo wir da aufpassen müssen, ganz kurz, das ist der Punkt, weil wir jetzt wieder in diese Nutzengeschichte reinkommen. Ich habe ja auch noch so eine schöne Frage, dass auch die Energiewende nur mit intelligenten Netzen funktionieren kann und so weiter und diese Geschichte mit pflegerischen Sachen und so. Da müssen wir aufpassen. Also es geht ja nicht darum, irgendwie die Leute zu überreden und denen zu sagen, das nutzt euch so viel und das bringt, sondern die Leute zu überzeugen. Und ich denke, dazu gehört eben auch nicht nur diese reine Nutzenargumentation. Ja, das ist auch, also gerade die Ursprungsfrage war ja gemeinsame Sache machen. Ich finde, müssen wir gar nicht machen, wir Journalisten ja sowieso nicht, auch wenn mir das leid tut. Also das, so ist das aber. Also das, Sie sind Unternehmen, ich nicht und dann so gehört das. Man klopft da auf die Finger, das ist einfach so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht miteinander spricht oder dass man auch nicht, ich glaube, dass das einfach unterschiedliche Verantwortung sind. Ich muss weiter gucken, ne, mir das beobachten, mir erklären lassen, gucken, was das kann, Experten fragen, das den Leuten erklären. Sie haben auch eine Menge vor sich und auch eben auch tatsächlich finden, dann sich auch zu überlegen, ja, ist das alles, was ist ethisch vertretbar, was ist moralisch vertretbar, wie kann ich das nicht auch noch, ist es dem Nutzer nicht mehr geholfen, wenn und XYZ, aber vor allen Dingen sind die Leute, Sie alle, also wenn Sie sowas benutzen wollen, dann müssen Sie sich auch damit auseinandersetzen. Das Problem ist ja, man kann ja schöne Texte schreiben und man kann ja schöne Panels machen und Inforunden und Gesprächskreise, aber tatsächlich müssen die Leute sich mal zu Hause hinsetzen und mal einfach sich mal einmal durch ihre Wohnung gehen und sagen, ah ja, ja, wo ist denn überhaupt überall ein Computer? Was kann der denn? Was kann denn mein Handy? Was kann denn mein Laptop? Wann habe ich überhaupt das letzte Mal mich darum gekümmert, dass da, so wie man die Wohnung putzt, auch irgendwie da mal irgendwie ein bisschen ein paar Updates gemacht und da für Ordnung gesorgt? Tatsächlich, also dieses Beschäftigen mit der Technik, und das ist Komfort dem Komfort. Also wenn wir das so haben möchten, wenn wir irgendwann mal so komfortabel leben möchten wie in diesem Einspieler. Also bis ich so lebe, habe ich eine Wahnsinnsarbeit vor mir, weil ich das alles vorher mir noch aneignen und verstehen möchte. Jedenfalls so grob, wie ich mein Auto verstehe. Also dass ich natürlich auch dann irgendwie nicht selber repariere, aber so, dass ich sagen kann, ah ja, ja, ich weiß, was da ist, ich weiß, wo da welche Sachen sind und welche Mechanismen da drin sind, und das würde ich dann dringend auch wollen. Das würde ich halt jedem empfehlen. Aber man ist dann, oft sind die Leute oder man selber auch, ich weiß das ja, einfach zu träge und es ist zu viel und es ist zu kompliziert, sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, so, ich muss mich ein bisschen um mein Computerwissen kümmern. Und da sind wir jetzt, kommen wir auch schon langsam, wir müssen leider in 3 Minuten Schluss machen. Allerdings geht dann nur Stefan Schneider, und wenn es keine Frage an ihn ist, können wir dann danach die Frage noch aufnehmen. Ganz kurz nochmal, also zu was wir jetzt nämlich nicht gekommen sind, ist dieses Thema Frage auch durch die permanente digitale Präsenz, auch die permanente Erreichbarkeit, und kommen wir da nicht noch viel mehr unter Zeitdruck und so weiter, aber wir sind hier unter Zeitdruck. Und deshalb möchte ich jetzt einfach zum Schluss nochmal, wir hatten es hier gerade, nochmal die Frage stellen, also Smart Home in seiner idealen Ausprägung mit dem großen Nutzen auf allen Ebenen ist ja möglich. Da gehören nur verschiedene Punkte dazu. Und welche Punkte sind es? Und welchen konkreten Schritt tut jeder und jeder Einzelne von Ihnen hier, um wirklich einen Schritt in diese Richtung zu gehen, dass wir das Smart Home als ein nutzenbringendes, selbst eigenverantwortlich gestaltetes und Möglichkeit der Zukunft nehmen, die uns allen auch wirklich was bringt auf allen Ebenen? Sicherheit, Einfachheit, Engagement in der Gesellschaft mit Smart City Düsseldorf und Arbeitskreis Bitkom. Punkt. Und dein konkreter Schritt, um da, ist diese Arbeit in diesen Kreisen. Okay. Ich gucke ihm zu dabei. Gerne. Guck, ob er lügt oder so. Also ja. Also herzliche Einladung, 5.12. Veranstaltung Digital in Düsseldorf in der Provinzial Rhein am Werstner Kreuz. Düsseldorf mal wieder. Genau. Nächste Arbeitskreis-Sitzung vom Springer und Kölsch mit Julian Langenfeld. Das ist auch Kölsch von mir, Judith. Ja, können wir machen, gar kein Problem. Nächste Veranstaltung Bitkom nächste Woche Mittwoch auch in Düsseldorf. Also wenn mich jemand was fragt, was ich aus dieser Veranstaltung lerne, setze nie zwei Rheinländer nebeneinander, aber Frau Horchert. Ja, aber tatsächlich werde ich natürlich werde das beobachten, werde darüber berichten, werde mir das, was ich gerade eben schon gesagt habe, eigentlich erklären lassen, aber das ist eben auch mein Tagesgeschäft, und so wird es eben auch weiter sein, dass ich irgendwie tatsächlich gucke und Entwicklungen sehe und sei es auch, das sind Sachen, die man nicht immer direkt sieht. Jetzt ist mit Smart TVs gab es jetzt gerade eine Meldung, dass die eben dann auch, dass irgendwie das Umschalten registriert wird oder sowas, und dass man sich dann auch genau damit befasst, um den Leuten zu erklären, ist da überhaupt eine Gefahr für euch? Wie hoch ist die Gefahr? Von wem geht die aus? Und das eben versuche, so möglichst einfach zu erklären, dass eben auch meine Mutter was verstehen. Ja, danke schön, Herr Schmidt.
Ich werde mir tatsächlich diesen Arbeitskreis, alles, was man da finden kann, nochmal durchlesen, um nochmal ein bisschen genauer zu durchblicken, wer da eigentlich mit wem über was diskutiert und wo man vielleicht als Soziologe sich einmischen könnte. Wunderbar. Dann sage ich wirklich ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, Frau Heuchert, Herr Schmidt. Es war eine super anregende Diskussion. Der Unterhaltungsfaktor war auch mit dabei. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit dabei waren, dass Sie Fragen gestellt haben. Es geht jetzt gleich weiter nebenan. Und zwar findet dort das Abschlussgespräch statt, Handeln in der vernetzten Welt. Und im Anschluss können Sie im Get-Together dann bei denen, die noch da sind, da auch noch mal ein paar Fragen loswerden. Und auch dort können Sie dann selbst handeln und sich selbst vernetzen. Mein Name ist Anka Vollmann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss. So.